So, Sie merken, ich bin nicht ganz alleine daheim heute. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin der Ralf Langner und begleite Sie durch den zweiten Teil des Tages heute. Wir haben richtig, richtig volles Haus. Ich bin der Trainer der Firma, die Sie heute eingeladen hat. Und wir stellen Ihnen heute ein einzigartiges Produkt vor, vor allen Dingen aber auch Untersuchungen, die wir dazu gemacht haben. Was passierte eigentlich? Ich bin jetzt gerade auf der FIBO gewesen, das war eine Messe für Fitnessprodukte. Da wurde viel, viel verkauft an Pulverchen und Pillen, die sagen, Mensch, Leistungssteigerung, richtig Gas geben. Und viel war da eigentlich als Hauptzutat immer eine Megadosierung Koffein drin, oft nichts anderes oder noch schlimmere Sachen, um richtig zu pushen. Und die Firma, die sie heute eingeladen hat, hat eine ganz andere Philosophie. Wir kommen aus dem Gesundheitsbereich und wir haben Menschen seit vielen, vielen Jahren unterstützt mit Naturstoffen, um sie zu schützen und sie aufzubauen. Das heißt, wir sind zum Beispiel der größte Pflanzer von Aloe Vera und solchen Naturstoffen, haben uns aber wesentlich mehr in der Produktpalette aufgeweitet. Wir sind mittlerweile in 150 Ländern vertreten. Also jede Folie ist immer sofort wieder veraltet, die wir verwenden. Wir haben etwa 200 Produkte. Uns gibt es seit 33 Jahren. Wir arbeiten grundsätzlich mit allen Pflanzen, die wir haben, ohne Pestizide, ohne Herbizide, ohne Fungizide im Anbau. Das heißt, wir sind eigentlich einer der ältesten biologisch dynamischen landwirtschaftlichen Betriebe im Familienbesitz. Heißt, wir haben keine Aktien. Uns sitzt niemand im Nacken, der sagt, mehr Rendite raus, weniger Qualität drin. Wir haben nur ein Ziel, dem Kunden einen Naturstoff mit dem maximalen Effekt zu geben und der probiert es aus und wir machen nie Werbung, denn die Menschen, die unsere Produkte ausprobieren, empfehlen die weiter. Und das ist zehnmal wirkungsvoller und deswegen wachsen wir jetzt seit 33 Jahren, machen mittlerweile 2,6 Milliarden Jahresumsatz als Familienbetrieb. Nicht schlecht. Der Stoff, um den es heute geht, der wichtigste Stoff ist das L-Arginin. Ich habe den Genuss gehabt, dass ich vor über 10 Jahren in den USA war, als da jemand, ein Wissenschaftler, darüber gesprochen hat, der dann auch den Nobelpreis bekommen hat für die Rolle des Arginins. Und ich konnte dem zuhören in der Stanford Universität. Und seitdem nehme ich Arginin. Und Arginin hat super, super tolle Erfahrungen bei mir gemacht. Der Punkt ist aber, das Arginin kommt jetzt in Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel Käse, ist eine natürliche Aminosäure, ist da ganz viel drin. Ne? Also solche Sachen, viel Eiweiß, Überdose Eiweiß haben, haben sie eigentlich Arginin. Das heißt, hier findet man auch Arginin als einen Buchstaben im Alphabet des Lebens der Aminosäuren. Das heißt, Eiweiß besteht aus solchen langen Ketten von vielen Aminosäuren und das Arginin ist eines davon, aber für den Sportler extrem wichtig. Wenn Sie mal schauen, wo das sonst normalerweise drin ist, sehen Sie jetzt hier, wenn Sie so Erdnüsse und Lebensmittel haben, bei Erdnüssen haben Sie zum Beispiel eine ganze, ganze Menge drin, deswegen essen das viele Kraftsportler so gerne Erdnüsse, ne? Ist viel Arginin drin, in 100 Gramm schon eine gute Portion, aber das Problem ist, wenn Sie 200 Gramm Erdnüsse gegessen haben, gehen Sie dann noch joggen. Wird schwieriger, ne? Sehen zum Beispiel hier hochwertige Lebensmittel und halten da relativ viel von. Sie können mal versuchen, die Menge sich zu verpassen von einer Portion Agi. Da müssen Sie dann ein halbes Kilo Haferflocken essen, um auf die Menge Arginin zu kommen, die ich hier drin gelöst habe. Das ist nicht schlecht. Das heißt, ich trinke jetzt gerade 500 Gramm Haferflocken, eine ganze Packung. Und drin ist. Und null schwer. Kalorien irrelevant, 20 Kalorien, ein Witz. Ich zeige Ihnen da gleich genau, was da drin ist. Das ist Arginin pur, die Aminosäure, die ganz, ganz wichtig ist. Die stellen wir her durch eine Art Fermentation. Ich habe Ihnen jetzt einmal aufgezeigt, das heißt, es wird nicht synthetisch zusammengebraut, sondern das Arginin stellt man her durch Fermentation. Im Prinzip so ein bisschen wie beim Bierbrauen. Hier habe ich Ihnen mal so einen romantischen Bierbraukessel hingesetzt. Das sind natürlich mittlerweile Stahlkessel, die da verwendet werden. Wichtig ist, Brauen klingt jetzt nach Alkohol. Das Produkt ist koscher und halal. Ganz, ganz wichtig. Wir sind in 150 Ländern der Erde. Deswegen auch islamisches Gütezeichen. Wir machen keine Tierversuche. Wir sind Mitglied in PETA, finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier ist keine chemische Keule dran, sondern wir haben ein diätetisches Lebensmittel. Was ist denn das? Ein diätetisches Lebensmittel ist ein Produkt, das designt ist für einen bestimmten Kundenkreis, der besondere Belastungen hat. Das heißt, es ist ein Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes. Nur hier haben Sie jetzt eine Mischung. Moment. Okay. Ich kümmere mich drum, Rino. Ich gebe nur gerade eine Durchsage an jemanden, dass wir das mal wieder anmachen können für jemanden. So. Ganz, ganz wichtig, wir haben hier 5000 Milligramm Arginin in diesem Produkt.
den wichtigsten Stoff, den wir im Sport brauchen, das ist der Stoff, der sich als erstes abbaut, wenn wir Leistung bringen müssen, wenn der Muskel angestrengt wird. Je mehr Muskelbelastung ich habe, umso mehr Arginin verbraucht der Körper. Wichtig ist, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, was ich gleich alles höre, da ist Leistungssteigerung mit möglich, ich erhole mich schneller, das ist doch Doping. Ist es nicht. Das Produkt steht auf der Kölner Liste als frei von solchen Dopinggeschichten. Es ist wirklich ein diätetisches Lebensmittel, kein Doping. Ganz, ganz wichtig. Das ist drin. 5000 Milligramm Arginin, dieser wichtigen Aminosäure, die wir im Sport viel verbrauchen, die ganz, ganz viel damit zu tun hat, zum Beispiel, ob im Sport jemand einen richtigen Pump bekommt, dass sich das etwas aufpumpen kann, ne, für den Muskel, dass der aufbauen kann. Und dann dazu die wichtigsten Vitamine, die der Körper braucht, um das Arginin umzusetzen. Sie bekommen draußen viele Arginin-Produkte. Das Problem ist, dass Arginin-Produkte oft reines Arginin sind und nichts anderes. Es geht aber nicht ums Arginin. Es geht darum, was macht der Körper mit dem Arginin? Kann er das umbauen, diesen Buchstaben aus dem Alphabet des Lebens, in das, was man wirklich dafür braucht im Sport? Und dafür braucht es halt eben Folsäure, Vitamin B12, Vitamin B6, das Vitamin K2, was Sie in fast keinem Produkt draußen finden, nur in diesen diätetischen Lebensmitteln, in Nahrungsergänzungsmitteln ganz selten. Das Vitamin D3, das Sonnenvitamin, ist ganz wichtig, weiß man immer mehr jetzt, wie wichtig das auch für Menschen im Sport ist. Und Vitamin C, genau die Menge, die wir brauchen, um das Ganze umzusetzen. Jetzt nochmal zurück, denn ich habe noch was vergessen. Wenn Sie das Produkt probieren, werden Sie merken und offen haben jetzt, in vielen Wohnzimmern riecht es jetzt richtig fruchtig. Hier ist kein synthetischer Duftstoff drin, sondern das sind Beerenextrakte aus Granatapfel, Traubenschalen, Himbeersaftpulver, Brombeersaft, schwarze Johannisbeeren, Extrakte darauf hochkonzentriert auf die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind ja oft Schutzstoffe auch für uns im menschlichen Körper. Das heißt, diese starken Farben sind hier auch drin. Wenn Sie das auflösen, dieses Getränk, in Wasser, dann kann es am Anfang richtig, richtig dunkelgrün sein, weil sich zum Beispiel die dunkleren Johannisbeeren schneller lösen. Wenn aber alle in Lösung sind, dann haben Sie so eine rote Flüssigkeit, wie ich sie gerade getrunken habe. Bitte rühren Sie dieses Pulver immer lange. Das heißt, mit dem Löffel auch ganz nach unten, damit sich auch alle 5000 Milligramm der Arginin-Kristalle lösen können. Dann haben Sie die perfekte Mischung. Aber das unbedingt ausprobieren. Das trinken Sie bitte eine halbe Stunde vor der sportlichen Belastung. Und dann lassen Sie sich überraschen. Wir haben tolle Erfahrungen damit, dass 90% der Menschen dieses Produkt ausprobieren, nach 3 Tagen sagen, wow. Die meisten sagen es schon nach dem ersten Mal, aber am zweiten, dritten Mal, spätestens dann hat man den Unterschied gemerkt und dann möchte man nicht mehr ohne trainieren. Wichtig ist, Ihr Körper bekommt hier kein Doping, sondern den wichtigsten Nährstoff, den wir in einer höheren Muskelbelastung verbrauchen, nämlich das L-Arginin, einen Naturstoff. Eine super, super gute Geschichte. Und wir haben Menschen gehabt, die haben das ausprobiert und die sind schon im Sportbereich tätig. Und jetzt habe ich genug erzählt, denn wir haben Experten heute mit dabei. Und der Erste, der gesagt hat damals, das ist ja der Hammer, das war der damalige Trainer von Heimstetten. Heimstetten ist eine Fußballmannschaft, die ja sehr erfolgreich in diesem Zeitpunkt gewesen ist. Und dieser Herr sitzt mir jetzt sogar gegenüber, denn man hat sich ja über die Jahre auch angefreundet, ne? Hat das dann gemerkt. Und zwar ist das der Klaus Schromm, der ist auch der Trainer beim Bayerischen Fußballverband. Und ich reiche dann einfach mal weiter, weil seine persönliche Geschichte, wie er dieses Produkt eingesetzt hat für seine Mannschaft. Und wir haben das anschließend gemessen, was ist in der Mannschaft passiert. Das heißt, wir bekommen heute Zahlen, Diagramme, was passiert da im Durchschnitt. Nicht irgendwelche Märchen, oh, ich habe mich ganz toll gefühlt und es war so großartig. Nein, wir sehen genau die Zahlen von einer Mannschaft insgesamt, um wie viel Prozent die sich verbessern im Laufe von 2 Monaten. Und der das möglich gemacht hat, war der Klaus Schromm. Der hat das aber selber vorher ausprobiert und das erzählst du uns mal kurz. Ganz, ganz herzlich willkommen, der Klaus Schromm. Tja, Ralf, vielen, vielen Dank für deine einführenden Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich kurz vorstellen. Klaus Schromm ist mein Name, mittlerweile 43 Jahre alt, verheiratet und 2 Kinder. Tja, vor gut 2 Jahren bin ich dann auch mit den Produkten der Firma Forever im Rahmen der Tätigkeit beim SV Heimstetten in Kontakt gekommen. Vielleicht noch 1-2 Sätze zu meinem Lebenslauf. Ich habe Sport studiert. Mein Sport, Fußball war immer mein Leben. Und nach dem Sportstudium habe ich dann meinen Fußballlehrer gemacht und hatte eine sehr, sehr schwere Verletzung und dachte mir, jetzt wärst du Fußballtrainer und versuchst mit deinem Hobby Fußball auch noch ein paar
Mark oder jetzt auch Euro zu verdienen. Mittlerweile bin ich seit über 10 Jahren hauptberuflich Fußballtrainer und verdiene mit meinem Hobby dann auch mein Geld. Und vor gut 2 Jahren kamen wir dann, oder kam ich dann das erste Mal in Berührung, wie ihr sage, ich weiß natürlich, und mittlerweile auch meine Familie betrifft. Und mittlerweile ist unser ganzes Haus voll von Forever-Produkten und wir nutzen das auch, ja, von meiner Tochter, meinem Sohn und auch meine Frau natürlich. Vor gut 2 Jahren, wie gesagt, kam ich dann das erste Mal in Kontakt, habe begonnen mit dem ein oder anderen Produkt, das der Ralf schon vorher sehr schön kurz und knackig angesprochen hat, mit Freedom und mit den HA-Tabletten bezüglich meines Kreuzbandrisses, meiner schwerwiegenden Verletzung. Da kam ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut auf die Beine und habe dann auch ein bisschen Vertrauen zu den Produkten gewonnen. Wir Deutschen sind ja erstmal, sage ich mal, ein bisschen pessimistisch zu Beginn. Was wird denn der alles erzählen? Alles ist super, ja, ja, ja. Und dann so vor gut 1,5 Jahren, wie das Archie dann auch auf den deutschen Markt kam, hat natürlich auch der Ralf gesagt, Klaus, das musst du probieren. Gesagt, getan. Ich hatte immer so, so 2-mal in der Woche sitze ich immer bei mir am Ergometer im Keller 2 Stunden, hatte immer eine sehr, sehr stabile Pulsfrequenz mit 140, das war immer so mein Zielpuls, also ich wollte 2 Stunden lang im Schnitt 140 Schläge haben und wusste eigentlich relativ genau, welche Belastung ich dann auch haben muss. Irgendwann mal Archie genommen, halbe Stunde, Stunde vorher, wie Ralf mir das auch dann empfohlen hat. Und ja, auf einmal komme ich nicht mehr mit dieser Belastung an meine Herzfrequenz. Andersrum, wenn ich 140 haben wollte, muss ich brutal reinstrampeln. Das war dann nichts mehr Fettverbrennung, das war dann richtig am Limit. Tja, glaubt man nicht, irgendwie doch mal gut drauf gewesen, wieder mal ohne Archie versucht, wieder das alte, wieder mit. Okay, also es muss doch irgendwie an dem Produkt liegen. Dann versucht das Ganze irgendwie dann auch mal irgendwie zu greifen. Ja, das würde ja heißen, wenn mein Puls durch Archie gesenkt wird, würde ich ja leistungsfähiger werden, würde ich vielleicht auch besser Fußball spielen können, leistungsfähiger werden. Kurzum, meine Mannschaft, nach Rücksprache mit Ralf und mit der Firma Forever, nochmal danke an Dr. Kaufmann, dass er dann auch die Laktattests dann auch finanziert hat beim SV Heimstetten. Und wir haben dann einfach begonnen mit dem ersten Test, mit dem ersten Feldstufentest und haben dann die Spieler mit Arginin versorgt. Das heißt, vor jedem Training haben die Arginin genommen und vor jedem Wettkampf. In der Halbzeit, wie angesprochen, auch nochmal Pomestin. Aber jetzt mal bleiben wir mal beim Arginin. Und dann nach gut 3 Monaten wurde das dann wieder getestet. Gehen wir mal eine Slide weiter. Das ist die Mannschaft Bayernliga 2011-2012. Und jetzt gehen wir an den Feldstufentest. Den Laktattest, den man, ja, denke ich mal, wer sich mit Fußball ein bisschen, mit dem Fußball bewegt oder im Ausdauersport, wird mit Laktattest immer in Berührung kommen. Entweder auf dem Fahrradergometer. Die Fußballer müssen natürlich laufen, weil ja das ist auch ein Laufsport ist. Wurde dieser Feldstufentest angewendet, das heißt R zu Beginn hier oben ist der Pointer, wenn ich den nehme. Genau, hier sind wir bei dem R, bei dem Ruhewert, das heißt, vor dem Beginn des Tests werden die Spieler Laktat genommen. Laktat wird bei den Spielern hier oben am Ohrläppchen genommen, weil das sehr gut kapillarisiert ist, das heißt, das Blut, das hier ist, wenn Laktat drin ist, ist es auch im Ohrläppchen und ist recht einfach, dann wird dann angepiekst, das hat man bestimmt dann schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen oder auch mal selber gespürt. Und dann beginnen die Spieler mit dem Tempo 2,5 Meter pro Sekunde mal 3,6 werden dann für uns kmh-Werte. Also so circa 8 km/h mit der ersten Stufe. Das machen die Jungs 3 Runden, sprich 9 km/h. Das steht ja eh geschrieben. Ja, und das Ganze dauert dann 8 Minuten. Dann wird wieder Laktat abgenommen. Dann geht es in die nächste Runde, ein bisschen schneller, 3 Meter pro Sekunde, 10,8. So wird es gesteigert bis 4,5 Meter pro Sekunde, sprich 16,2 km/h. Das ist dann der Durchschnittstempo, das die Jungs dann 4 Runden, ja, dementsprechend 4 mal 400 Meter auch dann laufen müssen, danach wieder Laktat abgenommen und dann kommt auch mal der regenerative Wert mit 3,0 Meter pro Sekunde, nochmal 5 Runden und danach wird der regenerative Laktat gemessen. Nur zur Anordnung und dann kommen auch wir dann zu
genau, zu einigen Ergebnissen, ja, die dann auch dann mein Nachredner Dr. Franz Wendlich jetzt ja alles wunderbar in den ein oder anderen Slide nochmal umgesetzt hat. Ja, kurzum, die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch nochmal, wenn ich gerade mich da sitzen sehe als Verbandstrainer, wir haben ja auch die bayerische Auswahl und meine bayerische Auswahl habe ich auch mal in einem Blindversuch dann auch mal versorgt mit AG, das heißt, die kriegen immer dann Getränke von uns zugereicht und einfach mal zu meiner Physiotherapeutin sagt, du, misch das mal mit rein und wir sagen mal nix. Ja, und dann kamen die Spieler einfach auf die Physiotherapeutin zu, was denn da gewesen wäre, weil sie sich irgendwie schneller, irgendwie fitter, irgendwie besser gefühlt haben. Und man sieht dann schon bei den Leistungssportlern, die sehr, sehr sensibel in der Körperwahrnehmung sind, dass das doch sehr, sehr stark auch schon beim ersten Mal, wie der Ralf vorher schon angesprochen hat, auch schon beim ersten Mal etwas bewirken kann. Die Studien hat dann ergeben, die beiden Studien haben ergeben, einen in meinen Augen sensationellen Anstieg, ja, in der Leistungsfähigkeit der Spieler. Wir haben ungefähr um 0,3 Meter pro Sekunde mal 3,6, sprich die Spieler konnten dann mit Arginin über diese Dauer dann ungefähr einen guten km/h schneller laufen, ohne in den anaeroben Bereich, wie man so schön sagt, dann auch umzuswitchen. Eigentlich eine Sensation, wenn man 0,3 im Schnitt Leistungssteigerung hat, das würde sich jeder andere Fußballtrainer bei seiner Mannschaft nur erträumen. Also für jeden Fußballprofi, der gerade zuhört, Jungs, AG, dann habt ihr einen besseren Laktatwert und die Fußballprofis wissen, was Laktatwert bedeutet, nämlich gute Werte, guter Vertrag. Tja, ich denke, ich bin langsam am Ende angekommen, Ralf, und hoffe, ja, das ist ja unglaublich, wie viele Leute dazuhören, ja, ich hoffe, dass mich alle auch gut verstanden haben und dass meine Message eben auch rüberkam. Ich darf mich bedanken und hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Danke, tschüss. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an den Klaus Schromm, der mich heute zu Hause besucht hat, war super nett, denn es gab mal immer technische Herausforderungen, wo man sagt, Mensch, das ist mit dem Internet nicht immer alles so einfach. Wir haben es aber geschafft und ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und er ist ein Spitzentrainer, er ist wirklich absolut klasse und wir schauen gerade mal, okay. Gut, da lockt sich nämlich schon wieder der nächste Mediziner ein gerade und der nächste Sporttherapeut, Rino, macht das einfach so, dass du nochmal als AAA reingehst, aber jetzt kommt unser nächster Gast, der noch ein bisschen mehr Licht im Hintergrund braucht, dass er sich noch ein bisschen angestrahlt hat. Ja, wunderbar, denn unser nächster Sprecher, der hat jetzt die Ergebnisse genommen, die da im Heimstetten geliefert worden sind, die vom Ohrläppchen genommen worden sind, wo die Jungs richtig gescheucht wurden und er hat die jetzt nochmal wissenschaftlich aufgearbeitet und da gibt es wirklich keinen besseren Experten als den Dr. Franz Wendlich, der da schon in diesem Bereich auch Arbeiten geschrieben hat, Studien gemacht hat zum Laktatwert und deswegen gebe ich jetzt direkt weiter an Dr. Franz Wendlich, ein Spitzenmensch, der genau weiß, was es damit auf sich hat. Viel Freude mit seinem Vortrag und ich begrüße dich. Hallo Franz. Ja, hallo Ralf. Freut mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Finde ich ganz toll. Das Ganze hat mir riesig Spaß gemacht. Ich möchte mich mal kurz vorstellen erstmal. Mein Name ist also Franz Wendlich. Ich bin Allgemeinmediziner, habe eine Praxis in Deisenhofen, bin dort niedergelassen, schon seit 12 Jahren mittlerweile, bin in der Sportmedizin tätig, aber auch sehr stark im Bereich Naturheilverfahren. Ich habe, dadurch, dass ich selbst Ausdauersportler bin, mich mit dem Thema Leistungsfähigkeit, mit dem Thema Laktatwerte, mit dem Thema Laktatmessung intensiv beschäftigt, habe also diesbezüglich auch schon Studien gemacht, Feldtests in Bezug zum Beispiel mit Fahrradfahrern, also Rennradfahrern und da eben entsprechend Laktatwertüberprüfungen gemacht, um zu sehen, wie kann man da Verbesserungen erreichen, beziehungsweise was sagt uns denn der Laktatwert über Leistungsfähigkeit aus? Ja, und da komme ich jetzt zu dieser Studie, die der Klaus Schromm mit seiner Mannschaft gemacht hat. Das ist eine ganz tolle Sache, die finde ich also sehr, sehr aussagekräftig und das ist im Zusammenhang, ist ja mit dem Arginin gemacht worden. Okay. Ich höre gerade, da ist irgendeine Störung noch im Hintergrund. Ja, was ist da passiert? Ich glaube, da muss jemand das Mikro ausschalten im Hintergrund. Das wäre noch ganz geschickt, sonst stört das jetzt etwas.
Geht es? Mal das Mikro bitte ausschalten. Ja? Nee, ist noch nicht aus, das Mikro. Bitte mal das. Es war auch wieder weg. Ich konnte nur sehen, dass die Teilnehmerzahl immer weiter gewachsen ist. Da hat sich jetzt jemand unvorsichtigerweise eingeklinkt. Na gut, ich bleibe einfach dran. Ich möchte also kurz was zu der Studie noch sagen. Der Klaus hat ja schon beschrieben, wie die durchgeführt wurde. Es sind also die Laktatwerte bestimmt worden in diesen einzelnen Belastungsphasen und anhand dieser Laktatwerte wurden dann noch bestimmte ganz wichtige Kenngrößen bestimmt, und zwar zum einen der sogenannte Regenerationswert und dann auch noch der Schwellenwert. Der Schwellenwert ist eine ganz wichtige Größe, und zwar zeigt er an, wann ein Sportler von einer noch länger durchzuhaltenden Belastung, die also im sogenannten aeroben Bereich, also praktisch unter Ausnutzung von Sauerstoff, abläuft, wie lang der das aushält, bis er dann in eine sogenannte anaerobe Belastung reinkommt. Das heißt, dass er sauer wird, schlicht und ergreifend. Das heißt, in der anaeroben Belastung wird das Laktat dann gespeichert und nicht mehr abgebaut, und es kommt also zu der berüchtigten Übersäuerung, sodass also da die Leistungsfähigkeit dann komplett zusammenbricht irgendwann. So, und diese Kenngrößen haben wir genommen, um zu sehen, wie haben sich denn die Sportler verändert in ihrer Leistungsfähigkeit. Ja, also das war interessant. Wir haben also insgesamt 17 Sportler vergleichen können, und da ist interessant gewesen zu sehen, dass bei den allermeisten in den typischen Kenngrößen eigentlich Verbesserungen zu den Ausgangswerten erfolgt sind, nachdem sie das RG genommen haben und nachdem sie praktisch ihr normales Training, so wie sie es sonst auch gemacht hätten, durchgeführt haben. Wir haben also Vergleichswerte von vorherigen Tests mal genommen. Da konnte man also sehen, dass solche Verbesserungen nicht erreicht wurden. So, und das war jetzt schon interessant. Man konnte das eigentlich nur darauf zurückführen, dass die auch noch RG zusätzlich genommen haben. Ja, welche Größe haben wir denn genommen? Jetzt ist die Frage, der Ralf, glaube ich, wollte die Präsentation weiterführen. Genau. Wir haben also erstmal die zwei ganz wichtigen Kenngrößen genommen, nachdem wir also die einzelnen Belastungsstufen überprüft haben. Das habt ihr gesehen, also der Wert bei 2,5 zum Beispiel, also bei der Belastung 2,5 ist ein sehr moderater Wert, da steigt das Laktat noch nicht sehr an. Bei der Belastung 4,5 ist es also eine sehr hohe Belastung, wo also das Laktat auch exorbitant ansteigt. Und da kann man im Weiteren dann schauen, der Regenerationswert, das ist der Wert, der also praktisch nach der Maximalbelastung dann gemessen wird. Der ist eine wichtige Kenngröße. Das zeigt also, wie schnell kann sich jemand regenerieren. Und dann haben wir den Schwellenwert noch genommen, und das ist der Wert, also wann jemand sauer wird. Und auch das ist eine ganz wichtige Kenngröße. Wir haben jetzt hier die einzelnen Sportler mal in dieser Grafik dargestellt, und zwar kann man hier einfach sehen, das stellt jetzt den Regenerationswert vor, den Regenerationswert nach der Zeit RG. Also vor und nach heißt immer vor der Einnahme, also das der erste Test sozusagen, und das andere ist dann der zweite Test nach der Einnahme von RG. So. Wir haben hier jetzt, ich gehe jetzt nicht alle einzeln durch, keine Angst. Ich nehme jetzt mal hier einfach explizit dieses Beispiel. Wir haben hier einen sehr hohen Regenerationswert, das heißt, der ist auch in der Regenerationsphase mit seinem Laktat noch sehr hoch. Hier haben wir nach der RG-Phase haben wir hier einen Wert, der deutlich niedriger ist. Also da ist der in der Regeneration wesentlich besser. So, und den Schwellenwert, wenn wir den nehmen, haben wir hier einen Wert, der sich hier dann verbessert hat. Das heißt, der hat eine höhere Toleranz, Laktat wegzustecken. Der wird also nicht so schnell sauer. So, und wenn wir jetzt hier einfach mal grob durchgehen, sehen wir, dass das bei den allermeisten der Fall ist. Bitte mal die nächste Demonstration. Genau, wir haben einfach mal den Durchschnitt von sämtlichen Sportlern genommen und sehen also hier den Regenerationswert vor und den Regenerationswert nach. Das heißt, der ist
im Durchschnitt bei der ganzen Gruppe runtergegangen, und zwar um fast 0,8 Millimol pro Liter. Also das ist die Einheit, in der Laktat gemessen wird. Und dann haben wir hier den Schwellenwert genommen, und der ist bei im Durchschnitt praktisch bei der ganzen Gruppe leicht nach oben gegangen. Das alleine, also diese 0,3 Millimol, die sind also schon sehr aussagekräftig. Gut, dann gehen wir in die nächste Darstellung. Ralf, danke. Wir haben einfach mal die Laktatwerte in der Gruppe komplett genommen, und zwar über die gesamten Belastungsstufen, also von 2,5 bis 4,5, haben geschaut, was kommen denn da für Werte zusammen in der gesamten Gruppe, und haben hier die Darstellung, das geht also hoch bis zu 3,25. Das ist also ja einfach eine Kenngröße. Jetzt mal, um den Vergleich zu nehmen, das gleiche, den Laktatwert der gesamten Gruppe nach der Belastung, und da sieht man, dass der um fast die Hälfte runtergegangen ist. Das heißt, man kann im Grunde die gesamte Gruppe als deutlich leistungsfähiger einschätzen. Also das ist schon wirklich eine Aussage. Das ist also echt überraschend, in der Größe das zu sehen. Dann nochmal die nächste Präsentation. Wir haben hier, der Klaus Schromm hatte erzählt, sein Erlebnis war also das mit der Herzfrequenz zu merken, dass er also nach Archie gemerkt hat, hoppla, er kommt mit der Herzfrequenz gar nicht mehr so hoch. Deswegen haben wir die jetzt auch mal zum Vergleich genommen. Wir sehen also hier ganz wichtig jetzt, wir haben den Belastungswert bei der 2,5 Belastung genommen. Und zwar einfach deswegen, weil das eine sehr moderate Belastung ist. Am Anfang von so einem Training oder auch von so einem Test ist der Ruhefrequenzwert oft höher, weil die Leute halt ein bisschen aufgeregt sind oder eben, ja, wie auch immer, da noch schnell hektisch hergekommen sind. Und der Wert bei der 2,5 Belastung ist typischerweise eigentlich niedriger, weil der nämlich so eine ganz leichte Belastung ist, wo sich ein Sportler eigentlich richtig wohlfühlt. So, und da sehen wir, dass auch unter dieser niedrigen Belastung der Durchschnittspulswert auch eben leicht nach unten gegangen ist. Eigentlich auch eher überraschend, würde man gar nicht erwarten, dass auch auf die Herzfrequenz da ein bisschen ein Einfluss ist. Im Grunde vergleichbar zu dem Durchschnittslaktatwert, wobei da ja der Unterschied deutlich größer war. So, und dann haben wir das Ganze nochmal wieder im Verhältnis oder im Vergleich gesetzt zum Regenerationswert. Das sehen wir auch hier wieder. Der Regenerationswert war ja vor der RG-Einnahme deutlich höher gewesen als nach der RG-Einnahme, also sprich die Laktattoleranz, und das ist also auch vergleichbar jetzt im Pulswert zu sehen. Gut, nochmal die nächste Präsentation. Wir haben das bei allen Sportlern einfach mal ins Verhältnis gesetzt, praktisch den Wert 2,5 Belastung vor und nach und den Regenerationswert vor und nach. Das sieht man also hier jetzt die Grafik, ich gehe da jetzt auch nicht im Einzelnen, ist ungefähr so wie bei der Laktatkurve auch gewesen. Also eine deutlich veränderte Pulsverhalten und Laktattoleranzverhalten. So, dann gehen wir noch eins weiter. Genau. Wir haben dann einfach mal noch die wichtigsten Kenngrößen der Gesamtgruppe einfach in die Relation gesetzt. Und zwar das hier, diese zwei Balken entsprechen den Laktatwerten im Durchschnitt der ganzen Gruppe in der Maximalbelastung. Also dieser 4,5 Wert, also diese Belastung, entspricht schon einer anaeroben Belastung. Das hat man also bei der Auswertung der einzelnen Laktatwerte auch gesehen, dass die Sportler da wirklich ziemlich an ihre Leistungsgrenze kamen, also auch wirklich sauer waren. Das sieht man also hier an diesen Laktatwerten. Die gehen also hoch bis auf 8,5. Der Schwellenwert, der liegt normalerweise um den Bereich 4,0. Das heißt, ab 4,0, bei manchen vielleicht ab 5,0, wird der Mensch wirklich sauer. Die Muskeln über säuern und irgendwann kann der nicht mehr. Also das ist schon richtig hoch gewesen. Und wenn man dann im Vergleich jetzt sieht, dass der Wert dann unter der Maximalbelastung nach RG bis auf 7,5 runtergegangen ist, ist das also schon erheblich. Und da haben wir jetzt hier ja den Durchschnittswert generell nochmal im Vergleich, sieht man also auch hier diese Stufe runter.
und das Gleiche mit dem Regenerationswert. Also wir haben hier eine eindeutige Korrelation der einzelnen Laktatabstufungen in der Leistungsbeurteilung. Das heißt, die Leute sind leistungsfähiger geworden. So, und dann haben wir hier, und sie sind in der Regeneration auch besser geworden. Und dann haben wir hier diesen Schwellenwert als Gegenläufer sozusagen. Je höher der Schwellenwert ist, desto mehr toleriert der Sportler die Belastung. Also sprich, desto schneller kann er laufen, bis er wirklich sauer wird. Und das sieht man also auch hier, ist ein Anstieg da. In dem Fall muss es ein Anstieg sein, den können wir also auch hier nachweisen. Ja, wie gesagt, die ganzen Ergebnisse waren recht überraschend deutlich. Wir hatten in der Auswertung, muss ich also sagen, drei Sportler gesehen, bei denen tatsächlich dieser Verlauf nicht erkennbar war. Ich habe mit dem Klaus Schromm Rücksprache genommen und die Informationen waren recht interessant. Bei all diesen, die diesen Verlauf nicht erkennen ließen, waren tatsächlich im Vorfeld Faktoren, die das beeinträchtigt haben. Der eine hat also eine Verletzungspause gehabt und erst wieder zwei Wochen vor dem zweiten Test wieder angefangen zu trainieren. Der andere hat also schlussendlich einfach sein Training nicht so umgesetzt, wie es vorgegeben war. Der dritte hatte das Argy einfach nicht wirklich genommen, dem hat es nicht geschmeckt und der hat es einfach weggeschüttet, was er dann nachher zugegeben hat. Also auch da konnte man durchaus eine Korrelation feststellen. Ja, zusammenfassend vielleicht nochmal zu sagen, der Klaus Schromm hat ja gemeint, von den Werten, so wie er sie in der ersten Untersuchung kannte, hätte er sich eigentlich nicht vorstellen können, dass so eine Veränderung in der zweiten Untersuchung dann festgestellt werden konnte. Und wir haben das eben entsprechend ausgewertet und das auch wirklich bestätigen können. Es kann eigentlich nur auf die Einnahme von dem Argy zurückzuführen sein. Argy ist eine, oder Arginin, sage ich jetzt mal, ist eine ganz wichtige Aminosäure in Bezug auf sportliche Leistungsfähigkeit, auf Regenerationsfähigkeit und das ist ein tolles Ergebnis. Ich denke, das lohnt sich, da mal drüber nachzudenken, das vielleicht selbst einzunehmen oder eben vielleicht auch nochmal Studien in der Richtung zu machen, zu schauen, kann man das entsprechend auch bestätigen. Ja, ich bedanke mich schon mal für das Interesse und gebe mal an den Ralf wieder weiter. Ich weiß nicht, ob eventuell irgendwelche Fragen auftauchen diesbezüglich. Wie gesagt, wir haben die Darstellung jetzt relativ grob vereinfacht mal gemacht. Wir haben das Ganze recht detailliert auch untersucht, jetzt bei jedem Einzelnen die einzelnen Belastungsstufen und das eben jeweils immer in einer sauberen Relation gesetzt. Also das Ergebnis war schon wirklich gut nachvollziehbar. Ralf, vielen Dank erstmal, dass ich das darstellen konnte und ich hoffe, dass da einige was damit anfangen können. Einen ganz, ganz herzlichen Dank, Franz. Super, super lieb von dir, dass du uns das zusammengefasst hast. Das Schöne war, der Klaus Schromm sitzt ja noch gerade bei mir und sagt, Wahnsinn, das waren jetzt noch Ergebnisse, die du da rausgeholt hast, die noch gar nicht so 100% glasklar für jeden Beteiligten waren. Also super, super Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das macht es wirklich verwertbar jetzt für alle. Spitzenarbeit und was man da im Pulsbereich gesehen hat, einmalig. Also für jeden Leistungssportler eigentlich ein absolutes Muss, das mit einzubauen, gerade weil es ein gesundes Lebensmittel ist. Ganz, ganz herzlich Herzlichen Dank, Franz, wenn du dann den Ton wieder ausmachst. Super, dass du dabei warst. War so extrem hilfreich und es geht weiter hier. Das war spitze. Denn falls machst du die Kamera oben aus und den Ton oben auch dran denken, das Mikrofon ausmachen. So, und deine Maus aus dem Bild. Genau, dank dir. Das macht den Pointer einfach aus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir merken, man hat sich kennen und schätzen gelernt in dieser Arbeit in den letzten Wochen, das auszuwerten. Und sicherlich freundet man sich da auch nochmal mit an. Das war der Dr. Franz Wendlik. Damit sind wir aber noch nicht durch, denn wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist ja jetzt alles hochinteressant, was ich da gehört habe, für einen Leistungssportler vielleicht, kann ich das in meinem normalen Hobbysport eigentlich auch anwenden? Was macht das mit mir? Jetzt haben wir aber trotzdem eine Mannschaft genommen, die hat das unter einem anderen Gesichtspunkt mal getrunken. Und zwar
zwar gibt es eine Möglichkeit, dass man noch andere Sachen misst neben dem Laktatwert, wo jeder Leistungssportler sagt, Wahnsinn, Sie haben gehört, der Preis eines Leistungssportlers definiert sich danach auch, wie der Laktatwert ist. Der kostet mehr Geld als ein Fußballer, dann deutlich, ne? Schlechter Laktatwert, wenig Geld, ne? Jetzt haben wir aber oft noch andere Thematiken, warum wir Breitensportler Sport machen. Und da geht es ja oft um diesen Sachverhalt, den wir hier sehen. Und sage ich Ihnen mal ganz ehrlich, Sport macht schlank. Sport macht schlank. Die richtigen diätetischen Lebensmittel dazu können Sie im Sport unterstützen. Und deswegen haben wir meiner Mannschaft AGI gegeben in der sportlichen Belastung. Und da hat ein anderer Sportmediziner, Dr. Gunnar Pobel, Sportmediziner und Unfallchirurg, eine Spitzenkraft in diesem Bereich, mit einem Team vom SC Rot-Weiß Oberhausen gemessen. Was passiert denn da noch so? Und da gibt es ein Verfahren, dem man messen kann. Wie sieht das eigentlich aus mit Körperfett? Wie sieht das aus mit dem Anteil von Wasser im Körper, was man ansammeln kann? Wie fit ist so ein Körper eigentlich? Da gibt es ein einzigartiges Messverfahren und da stellt Ihnen der Dr. Gunnar Pobel vor. Ich hoffe, dass er reinkommt, dass er sein Bild und seinen Ton anmacht jetzt. Ah, wunderbar. Ja, hallo, grüß dich, Gunnar. Du bist ja zugeschaltet. Wo sitzt du jetzt, Gunnar? Ich sitze gerade im Wohnzimmer. In welcher Stadt? Achso, in Moers. In Moers. Herzlich willkommen und du hast ja Untersuchungen gemacht, du weißt, wie man weiterblättert. Ich übergebe dann einfach mal weiter an Dr. Gunnar Pobel. Viel Spaß mit ihm, es gibt richtig interessante Ergebnisse. Danke Ralf, auch für die Einladung. Recht herzlichen guten Abend. Mein Name ist Gunnar Pobel, ich stelle mich auch vielleicht mal kurz vor. Ich bin niedergelassener Unfallchirurg und Orthopäde in Moers und bin seit 2001 Sportmediziner. Habe eigentlich von der Jugend auf immer mit Sport zu tun gehabt, da ich auch selber viel Fußball gespielt habe, wie mein Vorredner auch durch einen Unfall dann irgendwann aber auch mit dem Fußballspielen aufgehört habe. Daher auch meine Beziehung zum Fußball, welches ich heute hauptsächlich als Mannschaftsarzt vom KFC Uerdingen noch ausführe und dort eigentlich die ersten Erfahrungen mit AGI gemacht habe. Wir haben allerdings schon das AGI. Gunnar, kannst du ein bisschen lauter sprechen noch? Das wäre ganz gut. Noch lauter. Okay, danke dir. Okay. Ja, das wird reichen müssen. Danke dir. Alles klar. Wir haben allerdings schon mit dem KFC Uerdingen sehr lange dieses AGI teilweise eingenommen, sodass ich dort keine Studie machen konnte. Da ich aber gebürtiger Oberhausener bin und jemanden aus dem Vorstand sehr gut kannte, habe ich ihn angesprochen, wie es wäre, ob sie Interesse hätten, das Arginin zu testen und für eine Studie zur Verfügung zu stehen. Und ich muss da auch der sportlichen Leitung von Rot-Weiß Oberhausen, die dann nach einem Trainerwechsel auch durch Mario Bartler uns unterstützt haben, diese Untersuchung durchführen zu lassen. Und es waren sehr interessante Ergebnisse. Ich möchte mich erstmal bei meinen Vorrednern bedanken für die sehr interessante Studie über Laktatwerte, die natürlich auch eine gewisse Organisation bedürfen. Die Tests sind sehr aussagekräftig, aber natürlich auch etwas aufwendig, sie durchzuführen. Und wir haben halt bei uns in der Praxis die Bioimpedanzanalyse eingeführt, wo ich recht schnell durch ein sehr schnelles Testverfahren eben gewisse Dinge im Körper messen kann. Diese Bioimpedanzanalyse basiert im Prinzip darauf, dass wir im Körper, in unserem Körper elektrischen Strom leiten lassen können. Und Wasser hat eben als wichtigster Leiter natürlich die größten Anteile im Körper und ist in unterschiedlichen Organen unterschiedlich stark vorhanden. So haben wir zum Beispiel im Muskelgewebe mehr Wasser und im Fettgewebe eher weniger Wasser. Was natürlich für uns ganz wichtig ist, um zu schauen, wie sind die einzelnen Komponenten im Körper. Das heißt, was macht man? Man kann Strom durch den Körper leiten, misst die Widerstände und dann kann man eben über bestimmte Rechenverfahren herausbekommen, wie hoch ist mein Anteil an Muskelmasse, wie hoch ist mein Anteil Fettmasse, wie hoch ist der Anteil an Wasser im Körper, in den Zellen beziehungsweise in den Körperflüssigkeiten. Und
Dieses Messverfahren haben wir, wie gesagt, mit Rot-Weiß Oberhausen getestet. Man kann im Prinzip sehr gut dieses Verfahren anwenden, da ich es, sage ich mal, relativ schnell und bequem liefern kann. Das heißt, es ist ein kleines Gerät. Ich mache Elektronen am Handgelenk und am Fuß und dann werden zwei unterschiedliche Stromfrequenzen durch den Körper gegeben, um dann Widerstände zu messen. Zwei verschiedene aus dem einfachen Grund. Höherfrequentes geht durch die Zelle durch, das heißt auch durch die Zellmembran. Und niedere Frequenzen, bei 5 Hertz ungefähr, kann eben die Zellmembran nicht durch, kommt eben durch die Zellmembran nicht durch, sodass ich eben auch die Möglichkeit habe, extrazelluläre Flüssigkeit zu zellulärer Flüssigkeit zu trennen. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, bei einem Sportler festzustellen, zum einen, wie ist der Körperfettanteil, wie groß ist der Muskelmassenanteil, wie groß ist die Flüssigkeit in der Zelle und wie groß ist die Flüssigkeit außerhalb der Zelle. Dazu brauche ich natürlich nicht nur die Messung, sondern das sind natürlich einige Dinge, die noch dazu sprechen. Das heißt, das Geschlecht ist wichtig, Alter ist wichtig, Größe ist wichtig, Gewicht ist wichtig, dann der Bauchumfang, der Hüftumfang. All das wird mit dieser Messung eben in ein Computerprogramm eingegeben und darüber erkenne ich dann nicht nur die Anteile der einzelnen Strukturen, sondern ich kann eben auch darüber hinaus sehen, wie fit ist der Sportler. Hat er einen guten Trainingszustand, hat er einen guten Ernährungszustand oder ist er im Prinzip in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt? Und da, wie gesagt, haben wir bei Rot-Weiß Oberhausen diesen Test durchgeführt. Wir haben die erste Messung im November letzten Jahres gemacht, als die Spieler, die sich ja prinzipiell alle im Leistungssport, im Profisportbereich befinden, schon in der, ich sag mal, Hauptphase gewesen sind. Die waren alle schon voll durchtrainiert. Wir haben dann die ersten Messungen gemacht. Die Sportler haben dann über 2 Monate das Arginin getrunken, vor dem Training, während des Wettkampfes und sind dann in die Winterpause gegangen. Und direkt nach der Winterpause haben wir den zweiten Test gemacht. Das heißt also, sie waren sogar bei dem zweiten Test eigentlich nicht mehr in der vollen Trainingsphase, sondern in der Aufbauphase. Und da sind sehr interessante Ergebnisse herausgekommen. Und du hattest mich ja gebeten, Ralf, diese heute vorzustellen. Wir haben im Prinzip durch die Bioimpedanzmessung 2 wichtige Werte, die wir versuchen herauszubekommen. Das eine ist der Anteil zwischen extrazellulären Flüssigkeiten zum zellulären Anteil. Das heißt also, wie ist die Zellmasse im Verhältnis zur extrazellulären Körpermasse. Hört sich immer relativ theoretisch an, ist auch vielleicht vom Verständnis her nicht immer ganz so wichtig. Aber das, was klar sein muss, ist, je mehr extrazelluläre Körpermasse ich habe, bedeutet eigentlich, ich habe immer mehr Wasser eingelagert. Deswegen sollte mehr Körperzellmasse vorhanden sein als Flüssigkeit. Und da gibt es einen speziellen Index und wenn man sich den anguckt von diesen Messwerten, kann ich genau sagen, dieser Index gibt mir Auskunft, wie gut ist der Sportler oder der Untersuchte in seinem Trainings- bzw. Ernährungszustand. Und da sehen wir halt an dieser Tabelle, welche Werte für welche Ergebnisse sprechen. Und ganz interessant war, dass wir halt mit Rot-Weiß Oberhausen Profifußballer hatten, die also jeden Tag trainiert haben und wir uns damit eigentlich schon im Leistungssportbereich auch befinden. Und die Ergebnisse, die wir da gesehen haben, war bei, ich sag jetzt mal, 14 Spielern, die wir auswerten konnten. Das ist teilweise verletzungsbedingt, das ist teilweise gewesen, da ist jemand in die zweite Mannschaft zurückgegangen oder kam neu in die erste Mannschaft dazu. Aber es waren 14 repräsentative Spieler, von denen wir die Werte im November und im Januar nehmen konnten. Man sieht, 2 Personen haben das Arginin nicht genommen. Der eine Spieler, muss man sagen, hat gesagt, ich habe mal gehört, alles ist Gift, ich nehme nichts, muss man respektieren. Und der andere hat gesagt, mir schmeckt es nicht, ich möchte es gerne nicht nehmen. Und wenn wir jetzt uns die Werte angucken, sehen wir zum einen, dass wir
Bei den Ausgangswerten hier mit Werten von 0,64 beziehungsweise bei den Nichtnutzern von 0,65 schon im Bereich waren von Sportlern, die eben Leistungssportler sind. Das heißt also Werte unter 0,7. Das heißt, wir haben generell komplett Leistungssportler gehabt. Wenn wir jetzt schauen, die Sportler, die das Arginin genutzt haben, haben eine Verbesserung ihres Wertes bekommen. Das heißt, sie sind auch im Bereich des Leistungssportlers geblieben, weiterhin unter 0,7. Aber die beiden Sportler, die es nicht genommen haben, sind nicht nur in ihren Werten schlechter geworden, sondern sind im Prinzip auch schon in die nächste Runde nur noch sehr gute Sportler, sehr guter Trainingszustand gerutscht. Das heißt also, wir können da schon sehen, dass die Sportler, die das Arginin genommen haben, ihre Leistungsfähigkeit steigern konnten. Was noch zusätzlich ein zweiter Messwert ist, der Begriff Lügendetektor kommt vom Ralf und er spricht eigentlich das aus, worum es geht. Das heißt, mit dieser Messung kann ich eigentlich auch meinen Körper oder nicht betrügen, weil ich habe keine Beeinflussungsmöglichkeiten in diesem Test. Ich bin nicht wetterabhängig, ich bin nicht vom Tagesfitheit abhängig, sondern ich mache meine Messung in Ruhezuständen und aufgrund dieses Phasenwinkels, der ist im Prinzip ein Wert, der uns sagt, wie qualitativ hochwertig sind meine Zellen. Und da kann ich im Prinzip sagen, gute Werte bedeutet, ich habe eigentlich straffe, gute Muskeln, nicht so viel Körperfett. Schlechte Werte, das bedeutet, meine Muskulatur ist schlaff, ich habe viel Körperfett. Und auch diesen Wert kann man sehr schön auswerten von den Sportlern. Und auch dieser hat natürlich wieder verschiedene Bereiche. Und da ist es etwas anders als bei diesem Index gerade. Hier geht es darum, je höher meine Werte sind, umso besser bin ich in meinem Trainingszustand. Und da sehen wir, dass es für Frauen und Männer unterschiedliche Werte gibt. Wir haben jetzt halt Männer, wie gesagt, von Rot-Weiß Oberhausen getestet, die alle Leistungssportler sind. Und auch da sehen wir wieder, dass wir mit unseren 14 Sportlern im absoluten Leistungssportbereich begonnen haben. Da beide mit über 8,26 und einmal 8,1 Werte haben, die über diesen 7,9 liegen. Das heißt, wir sind weiter im Leistungssportbereich. Wenn wir jetzt gucken, auch nach dieser Phase, die die Sportler gemacht haben, sehen wir, dass die Agi-Nutzer ihren Wert verbessert haben, sogar um 13%, während die beiden, die es nicht genutzt haben, sich um gut 3% verschlechtert haben. Und wenn wir auch da wieder die Tabelle nehmen, sind sie schon wieder in dem Grenzbereich aus dem Leistungssport herauszurutschen. Das heißt also, wir haben auch hier eine sehr aussagekräftige Untersuchungen gehabt, die uns zum einen zeigt, was kann das Agi bewirken an Leistungssteigerung, natürlich jetzt sogar auch bei Hochleistungssportlern und vor allen Dingen, wir können auch sehen, dass die, die es nicht genutzt haben, hier schon eher einen Leistungsabfall hatten und das ist natürlich etwas, was sehr interessant ist und eben auch für die Aussage meiner beiden Vorredner spricht, das Arginin ist eine ideale Ergänzung oder ein ideales Produkt, um Leistungssteigerungen im Sport zu erreichen. Ich denke, wir haben jetzt eine zweite Analyse genutzt, die von der Anwendung her natürlich im Breitensport einfacher ist, weil Laktattests sind natürlich etwas aufwendiger. Ich brauche ein Labor, ich brauche meine Feldstudien und das kann natürlich nicht jeder Breitensportverein so leisten, sodass wir hier zumindest eine Alternative haben, relativ schnell und relativ auch ohne großen Aufwand repräsentative Werte zu bekommen, die genau das bestätigen, was der Laktattest eben auch sagt. Arginin genommen steigert die Leistung im Breiten- wie auch im Hochleistungssport.